Im Laufe deines Lebens lässt du dich unweigerlich von Menschen prägen, formen und du suchst dir Vorbilder. Unbewusst, aber auch bewusst. Jeder hat Vorbilder. Und welche drei Vorbilder mich geprägt haben und ja, zu dem gemacht haben, was ich heute bin und ja, die mich wahnsinnig auch gefordert, gefördert haben, das erfährst du heute hier in diesem Video. Viel Spaß. Zu Beginn möchte ich die Frage mit dir jetzt hier klären, ja, warum sind denn Vorbilder überhaupt wichtig? In meinen Augen lassen wir uns den ganzen Tag beeinflussen. Oft bewusst, ja, wenn du dir jetzt ein Buch zur Hand nimmst, wenn du dir einen Film bewusst anschaust, wenn du dir einen Podcast hörst oder auch jetzt dieses Video hier ansiehst. Du wirst gerade hier durch dieses Video bewusst beeinflusst. Du schaust dir das ganz genau an. Aber oft lassen wir uns auch unbewusst beeinflussen. Und das wäre vielleicht durch das Umfeld, das wäre vielleicht durch ja, die Musikband, das wäre vielleicht durch die Politik oder wie auch immer. Aber wir werden auf jeden Fall den gesamten Tag irgendwo immer irgendwie beeinflusst. Und deswegen macht es doch nur Sinn, sich bewusst beeinflussen zu lassen. Und das im Idealfall durch Vorbilder. Denn wenn wir Vorbilder haben, ja, inspirieren sie uns. Sie können uns aufzeigen, was noch mehr möglich ist. Es gibt diesen berühmten Bannister-Effekt. Roger Bannister hatte den Glauben an die Möglichkeit des Unmöglichen. Nochmal, ja, ist ja ein verschachtelter Satz. Der Glaube an die Möglichkeit des Unmöglichen. Denn in der Sportwelt gab es ein unausgesprochenes Gesetz, eine Tatsache, fast wie ein Fakt. Man kann eine Meile nicht unter 4 Minuten laufen. Roger Bannister hat aber daran geglaubt, dass es möglich ist. Deswegen hat er anders trainiert. Er hat sich mental anders darauf vorbereitet und er hat im Jahr 1954 ja diese eine Meile unter 4 Minuten gelaufen. Und somit war er ein Vorbild für viele andere Wettkampfläufer. Ja, und was passierte? Andere haben gesehen, dass es ging. Andere haben auf einmal anders dafür trainiert und den Glauben gehabt, dass sie, wenn er es schafft, es auch schaffen können. Und ein Jahr später purzelten zahlreiche andere Rekorde, dass man diese eine Meile auch noch schneller laufen kann. So viel dazu. Also wir brauchen unweigerlich Vorbilder, denn sie prägen uns, sie formen uns, sie dienen als Inspiration und nur durch Vorbilder können wir auch ja über uns selber hinauswachsen. Und jeder hat verschiedene Vorbilder, ja, im Bereich vielleicht der Liebe, im Bereich der Beziehung, im Bereich Unternehmertum, aber auch im Bereich des Sports. Und ich möchte mit dir jetzt heute hier ja meine drei größten Vorbilder, zumindest im Unternehmerischen, einmal aufzeigen, kurz besprechen, welche das sind und warum sie es sind, ja, und wie sie mich inspiriert haben und vielleicht, wie sie dich auch inspirieren können, was du daraus lernen kannst. Also, fangen wir an mit dem ersten. Das erste unternehmerische Vorbild ist der legendäre Unternehmer Richard Branson aus Großbritannien, ja, von der Virgin Group. Angefangen ist er damals mit ja, Studentenmagazinen, The Student, dann sein legendäres Music-Label Virgin Music und ja, zum Schluss in den letzten Jahren Virgin Galactic und dazwischen sind mehrere hundert andere erfolgreiche Unternehmen. Warum ist er für mich so ein wahnsinniges unternehmerisches Vorbild? Was kann man davon lernen? Warum inspiriert er mich und was kannst du davon mitnehmen? Also im Kern ist der Unternehmer durch und durch. Warum? Er baut die Unternehmen auf. Das bedeutet, er schiebt die Ideen an. Er schiebt die Ideen an, bringt sie ins Rollen, gibt sie dann anderen Menschen, die sie dann ja weiter durchführen. Ich meine, er ist ja nirgendwo wirklich involviert. Bloß er ist der große ja, Stratege über allen anderen. Und ja, das fasziniert mich wahnsinnig. Vor allen Dingen, dass er das so viel mit Leidenschaft macht. Also ich glaube, der Kern in seinen Aussagen ist es, du musst es mit Spaß machen. Unternehmertum ist wie ein großes Spiel. Unternehmertum ja, muss Spaß machen und du musst alles spielerisch betreiben. Das fand ich immer so faszinierend. Und vor allen Dingen, wie er sich immer selber inszeniert hat. Also ich glaube, jeder kennt und jeder sollte Richard Branson kennen, also vom Aussehen, was hat er nicht alles schon gemacht, um sich selbst zu inszenieren. Man kann da ganz, ganz viel von runterbrechen, adaptieren auf das eigene Unternehmen. Also im Beispiel, jeder kennt meine alten Bilder von Aumann Grün, wo ich mein A mir bauen lassen habe, das immer in die Kamera gezeigt habe. Ja, ich habe mich wahnsinnig immer viel selbst inszeniert, mich als Personenmarke schon auch im Garten- und Landschaftsbau mit aufgebaut und
Das ist eigentlich alles entstanden durch die Bücher von Richard Branson, ne? The Virgin Way und so weiter und so fort. Das Faszinierende ist, er macht alles mit Spaß. Ich habe ihn vor einigen Jahren in Hamburg auf einem Kongress live erleben dürfen. Und so das, was mir da hängen geblieben ist, sag erstmal ja und überprüfe jede Chance, überprüfe jede Möglichkeit. Denn an großen Chancen steht ja nie große Chancen dran. Nochmal, an großen Chancen steht niemals große Chancen dran. Aber was wir definitiv alle irgendwann bereuen werden, ist, wenn wir mal von dieser Erde gehen und sagen, hätte ich mal. Und deswegen, ich überprüfe gerne alle Chancen, ich überprüfe alle Möglichkeiten und ich sage erstmal überall ja. Und dann schaue ich, ob es eine gute Entscheidung war oder eine, ja, weniger gute. Auf jeden Fall habe ich die Erfahrung für die Zukunft. Wenn es eine negative war, das mache ich nicht nochmal. Ja? So, deswegen, also Richard Branson ist einfach Unternehmertum mit Leidenschaft, Unternehmertum mit Spaß. Er sagt überall erstmal ja. Er vermarktet sich grandios selber. Er inszeniert sich als Personenmarke. Ja, und das mit Leichtigkeit, mit Coolness, nicht so steif. Und das fasziniert mich einfach. Kommen wir zum zweiten Vorbild. Und das ist für mich ja eine Unternehmerlegende. Und jetzt rede ich von Reinhold Würth, der Schraubenkönig. Reinhold Würth hat mich, glaube ich, wie kein anderer in den letzten Jahren primär geprägt. Ich habe mich schon vor 10 Jahren mit Wachsen wie Würth und den Büchern auseinandergesetzt. Und es war auch für mich prägend, aber primär jetzt in den letzten, würde ich sagen, 3 bis 4 Jahren. Dass Mission Mittelstand so aussieht, wie es gerade aussieht, wie die Systeme, die Kultur gelebt wird, dass wir den Fokus primär auf den Vertrieb legen. Das ist Reinhold Würth zu verdanken, definitiv. Die Sprüche, die ich sage, die Denkweisen, die ich habe, die sind ganz, ganz oft abgefärbt von Reinhold Würth, definitiv. Ja, Vertrieb ist nicht alles, aber ohne Vertrieb ist alles nichts. Reinhold Würth, ja. Die Kultur aufzubauen, aufrechtzuerhalten. Er sagt ja, Kultur, Firmenkultur steht noch ja vor Produkten, vor allem anderen. Und daraus entsteht der Profit. Reinhold Würth. Ich bin sogar so weit, ja, dass ich ja nach Künzelsau fahre. Da war ich vor einigen Jahren und habe einen Reinhold Würth Urlaub gemacht. Also erstmal übertrieben gesagt. Ich bin in seinen Restaurants essen gegangen. Ich habe in einem seiner Hotels geschlafen. Ich bin ja über seinen Campus spazieren gegangen. Ich habe mir ja die, ich habe einfach alles angesehen von dem, was er in seiner Welt erschaffen hat. Also auch in unserer Welt, weil er prägt damit ja natürlich auch unsere Welt. Ich glaube, er ist jetzt 84 Jahre alt, ist im circa 70. Ja, Berufslebensjahr und ist einfach ein unternehmerisches Vorbild. Warum? Weil er für mich den Vertrieb so systematisiert hat, wie es eigentlich ja jeder haben sollte. Denn würde bei jedem der Vertrieb funktionieren, Leute, dann hättet ihr nie Probleme. Ja, die beste Antwort auf jede Inflation ist ja Profit. Und wenn du gut verkaufen kannst, hast du besseren Profit. Leute, das ist eigentlich so simpel manchmal. Man muss den primären Fokus immer auf den Vertrieb legen. Und dafür ist für mich Reinhold Würth der Inbegriff. Erst Vertrieb und dann der Betrieb. Also, Reinhold Würth, ein wahnsinnig gutes Vorbild für jeden Unternehmer, auch für dich. Warum? Nochmal Kultur. Es gibt wenige Unternehmen, die so eine tolle Firmenkultur haben, also wo ein Spirit herrscht, wo der Vertrieb perfektioniert und systematisiert ist, ja, und der so ein großes Lebenswerk in Form eines Unternehmens erschaffen hat, ja, weltweit. Ja, und deswegen Reinhold Würth definitiv. Mein drittes Vorbild, und damit rechnen die wenigsten, ist jetzt keine große berühmte Wirtschaftspersönlichkeit, ja für mich schon. Hier spreche ich von meinem Vater, also von meinem Elternhaus. Ihr müsst wissen, ich bin groß geworden in einer ganz klassischen Unternehmerfamilie und deswegen habe ich irgendwo Unternehmertum mit schon ja ins Blut herbekommen. Ein Beispiel mit meinem Vater damals auf dem Weg zu den Baustellen. Ich habe viele Mitarbeitergespräche mitbekommen. Morgens beim Frühstück gab es Unternehmerthemen. Mittags gab es Unternehmerthemen. Ja, und beim Abendbrot auch. Ja, und das hat mich wahnsinnig immer geprägt. So viele Sprüche, viele Zitate. Meine Denkweise ist natürlich absolut gefärbt durch das Elternhaus. Jeder wird durch seine Eltern geprägt. Aber ich primär im Unternehmertum.
Weil mich hat das immer fasziniert, mich hat das immer inspiriert. Deutschlandweit hatte mein Vater, meine Mutter, man kann sagen, von Holland bis nach Berlin, im norddeutschen Raum Baustellen. Und da, wenn wir Urlaub gemacht haben, haben wir Baustellen besichtigt. Ja, und das färbt natürlich unheimlich ab. Und mich hat es immer wahnsinnig inspiriert, wie mein Vater mit Mitarbeitern umgegangen ist. Nie aufgeben, seine Devise. So, und das ist natürlich so eine wahnsinnig wichtige Eigenschaft als Unternehmer. Liebe Leute, niemals aufgeben, den Kopf nicht in den Sand stecken, weitermachen. Wir haben das positive Denken, der Umgang mit Menschen. So, das ist das, was einen guten Unternehmer ausmacht. Und das habe ich natürlich ganz, ganz viel abgefärbt, geprägt, geformt worden durch meinen Vater. Ein Beispiel, vor 10 Jahren hat er mit 62 ein neues Unternehmen gegründet. Also man muss immer auf die Idee kommen, mit 62, Bundesdurchschnitt, bereitet sich dann auf die Rente vor. Ja. Mein Vater mit 62 sieht ein großes Problem, im Beispiel eine Gülleaufbereitung, das ist ein Riesenproblem, und gründet ein neues Unternehmen mit 62. Heute, 10 Jahre später, er steht immer noch voll im Saft, ist voll Unternehmer durch und durch und durch. Und das mit 72 Jahren. Das bedeutet, er hat hier seine Leidenschaft, Herzblut. Und deswegen, morgen steht er auf, zieht sein Ding durch, arbeitet, beschäftigt die Menschen, meldet Patente an, ist in Verhandlungen. Mit 72 Jahren sagt er morgens zu meiner Mutter, du, ich habe heute noch einen Termin in Berlin, bin heute Abend wieder da. Ja, also das mit 72 Jahren. So, und natürlich, da ist mein Vater ein wahnsinniges Vorbild. Und ich denke, da sollten viele Unternehmer sich eine Scheibe von abschneiden, niemals aufgeben, immer weitermachen, Leidenschaft, also richtig Herzblut für sein Produkt, für die Dienstleistung, für das eigene Unternehmen zu haben, der Umgang mit Menschen und vor allen Dingen dann andere dafür zu überzeugen, also für sich zu gewinnen, für die Idee. Weil wenn immer mein Vater eine halbe Stunde zuhört, wenn er über sein Unternehmen redet, wenn mein Vater eine halbe Stunde über sein Produkt, über seine Innovation, über seine Patente redet, liebe Leute, dann seid ihr auch begeistert. Ja, ich habe das schon etliche Mal mitbekommen, weil du kannst bei anderen nur das entzünden, was in dir auch selber brennt. Ich glaube, das sind 3 wahnsinnige Vorbilder für mich. Erstens der Richard Branson mit der Selbstinszenierung, mit dem Verrücktsein, mit dem so alles mit Leidenschaft, mit Spaß machen, Möglichkeiten erstmal greifen. Du weißt nie, was kommt. Die zweite Sache, der Reinhold Wirth, mit dem Vertrieb, mit der Ethik, mit der Kultur, alles zu systematisieren und so weiter. Und die dritte Sache, mein Vater, niemals aufzugeben, einfach sein Ding zu machen. Und das mit 72 Jahren, wo andere vielleicht sagen, du, ich mache gar nichts mehr, ich möchte meinen Ruhestand genießen, greift er aber richtig an. So, und ich denke, das sind so 3 wichtige Eigenschaften, die mich geprägt haben, die mich heute auch dazu gebracht haben, jetzt einfach auch immer weiterzumachen, so ein großes Unternehmen aufzubauen. Ich meine, wenn ich mein Wachstum allein in den letzten Jahren anschaue, wir haben weit gerade über 200 festangestellte Mitarbeiter. Wir gründen noch gerade ein Restaurant, also ist gerade eine Umbauphase hinterm Horizont. Wir haben die große Unternehmensberatung Mission Mittelstand, alleine dort 140 festangestellte Mitarbeiter, wo wir weit über 3000 Partnerbetrieben in den letzten Jahren aktiv dabei geholfen haben, den Weg, also eine individuelle Heldenreise vom Selbstständigen zum Unternehmer zu gehen, bessere Mitarbeiter zu finden, Abläufe zu schaffen, gutes Marketing zu machen und so weiter. Dann die Aumann Grün AG, also aufs Jahr genau, 10 Jahre bin ich Unternehmer, 2012 gestartet. Ja, und all das, was ich heute habe, was vor 10 Jahren noch von der Machbarkeit losgelöst war. Leute, klar, ich habe da viel für getan, das nennen wir die Arbeit. Bin oft dran geblieben, das nennen wir dann die Disziplin. Aber die Inspiration für Ziele, für Ideen, für die es sich dann auch zu arbeiten lohnt, das kommt durch Vorbilder. So, und deswegen, such du dir Vorbilder und lass dich inspirieren, lass dich dadurch motivieren und vor allen Dingen zieh dann trotzdem dein eigenes Ding durch. Ne? Sei nie eine Kopie, sondern lass dich inspirieren davon, Leistungsgrenzen auch zu verschieben, aber zieh dein eigenes Ding durch. Such dir Mentoren vor allen Dingen, das ist ja das Wichtige. Weil am Ende des Tages
Erfolg hinterlässt Spuren und du musst diese Spuren gehen, um deinen Weg zu gehen. Du musst diese Spuren gehen, aber mit deinen eigenen Fußabdrücken. Das bedeutet ja, deine eigene individuelle Heldenreise. Und wenn du sagst, Mensch Matthias, dieses Video war für mich auch Inspiration, du bist für mich eine Inspiration, dann freue ich mich, wenn ich auch dein Mentor sein darf, wie aktuell für mehrere tausend andere Unternehmen aus dem deutschen Mittelstand. Wir helfen Geschäftsführern zu besseren Prozessen, zu nachhaltigem Umsatzwachstum, also Unternehmensentwicklungen, zu besseren Mitarbeitern. Ja, und natürlich, dass du auch eine unternehmerische Freiheit bekommst, weil nur darum geht es am Ende. Also, wenn du sagst, das interessiert mich, dann freue ich mich, wenn du dir ein Erstgespräch buchst auf www.matthias-aumann.de. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich freue mich über dein Feedback. Bis dahin, ciao.